Ein Maat auf einem griechischen Frachtschiff traut seinen Augen nicht, als er mitten auf dem offenen Meer ein kleines Floß treiben sieht, auf dem ein kleines Mädchen sitzt. Schnell holt die Besatzung des Frachters das Kind an Bord und verständigt die Rettungskräfte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Fall für euch, der schon ein bisschen älter ist. Dieses Bild wurde am 16. November 1961 aufgenommen. Das Mädchen, das wir hier auf diesem Floß sehen, ist die erst 11-jährige Terry Jo Dupereau. Und als sie gefunden wird, treibt sie schon seit fast 4 Tagen auf diesem kleinen Gummiding auf dem offenen Meer zwischen den karibischen Inseln. Sie hat seit 4 Tagen nichts gegessen und auch nichts getrunken. Sie ist verbrannt von der karibischen Sonne und komplett dehydriert. Tatsächlich ist es höchste Eisenbahn, dass sie gefunden wird, denn viel länger hätte sie wohl kaum überlebt auf diesem kleinen Gummifloß. Schon jetzt verliert sie immer wieder das Bewusstsein und das ist nicht nur deshalb so gefährlich, weil es halt auf ihren schlechten Gesundheitszustand hindeutet, sondern dieses Ding, auf dem sie da sitzt, also ich weiß nicht genau, was das ist, das scheint nicht viel mehr zu sein als ein großer ovaler Schwimmreifen mit einem netzartigen Geflecht in der Mitte. Terry kann auf dem Ding nur sitzen, hinlegen, geht nicht. Und sobald sie einschläft oder eben das Bewusstsein verliert, droht sie ins Wasser zu fallen und das wäre natürlich fatal. Nur wenige Minuten nach der Aufnahme dieses Fotos bricht sie vor Erschöpfung zusammen, ihr Herz versagt und sie muss reanimiert werden. 3 Tage zuvor, am 13. November zum Mittag, da wurde ein Mann an Bord eines Beiboots gefunden, so ein kleines Rettungsboot. Der saß verzweifelt in diesem Boot und winkte einem Schiff in der Nähe zu. Auch dieser Mann konnte erfolgreich gerettet werden. Sein Name ist Julian Harvey und er ist der Captain einer Yacht, die Bluebell heißt. Naja, die Bluebell hieß, denn wie ihr euch sicher denken könnt, das Boot ist inzwischen gesunken. Julian erzählt der Küstenwache, dass sein Schiff nach einem heftigen Sturm gesunken ist. Es ist auseinandergebrochen, es ist in Brand geraten und er ist der einzige Überlebende, sagt er. Mit ihm an Bord war seine Frau Mary Dean und die Familie Dupereau, die leider vollständig mit dem Boot untergegangen sind. Er hat es versucht, er konnte nichts tun, um die anderen Personen auf dem Boot zu retten. Die Ermittler, die ihn da vernehmen, beziehungsweise seine Aussage aufnehmen, die sind ein bisschen skeptisch, die haben ein komisches Bauchgefühl, irgendwie wirkt das alles, was er erzählt, schlüssig und das ergibt Sinn, aber so richtig glaubwürdig finden sie es dann auch nicht. Also das ist anscheinend eher so ein Gefühl, nichts Handfestes oder so. Und während er dann ein paar Tage später seine Aussage macht, da platzt ein anderer Ermittler in den Raum und informiert seinen Kollegen darüber, dass ein kleines Mädchen auf dem Meer treibend gefunden wurde und gerettet wurde. Die Reaktion von Julian Harvey ist komisch. Oh mein Gott, sagt er. Aber es klingt eher erschrocken als erfreut. Beide Ermittler schauen ihn fragend an. Da merkt er wohl, dass der Tonfall jetzt nicht ganz so passend war. Und er versucht, sich aus der Affäre zu ziehen. Er sagt, das ist ja wunderbar, das ist ein Wunderbar. Jetzt in freudigem Tonfall natürlich. Aber dann sagt er ziemlich schnell, er ist müde. Er bittet darum, jetzt gehen zu dürfen. Seine Aussage ein anderes Mal fertig aufnehmen zu lassen. Das wird ihm natürlich gewährt. Er mietet sich daraufhin in einem Motel ein. Allerdings unter falschem Namen. Und als das Zimmermädchen am nächsten Tag in das Zimmer kommt, um es aufzuräumen, da ist Julian Harvey tot. Er hat sich das Leben genommen, im Badezimmer hat er sich die Arterie am Bein aufgeschnitten und auch die Kehle. Eine Nachricht, die auf dem Tisch liegt, lautet: Ich bin ein nervöses Wrack, ich kann nicht weitermachen. Das alles ist natürlich sehr mysteriös und vermutlich hätten wir jetzt also niemals erfahren, was auf der Bluebell wirklich passiert ist, wenn die kleine Terry nicht so ein unfassbar zähes und schlaues Mädchen wäre. Aber erstmal muss sie all die Strapazen, denen sie ausgesetzt war, die muss sie erstmal überleben. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, sie liegt im Koma im Krankenhaus und alle warten jetzt darauf, dass sie daraus aufwacht und erzählt, was passiert ist.
Wir nutzen diese Zeit erstmal, um einen kleinen Rückblick zu machen. Wer ist dieses kleine Mädchen? Wer ist Terry Jo Dupereau? Und wer sind die anderen Leute auf diesem Boot? Wir schreiben, wie gesagt, das Jahr 1961. Die kleine Terry Jo lebt ein glückliches Leben in einer liebevollen Familie. Ihrem Vater Arthur, ihre Mutter Jean, ihrem Bruder Brian und ihre kleine Schwester Renee. Arthur ist Optiker, er ist recht erfolgreich in seinem Beruf. Schon immer hat er davon geträumt, mit seiner ganzen Familie eine Kreuzfahrt in der Karibik zu machen, am besten ein ganzes Jahr lang. Er hat also gespart und in diesem Herbst chartert er ein 18 Meter langes, zweimastiges Segelboot, um eine Kreuzfahrt von Fort Lauderdale in Florida aus zu machen zu den Bahamas. Also erstmal sind nur ein paar Tage geplant, so zum Ausprobieren, wie das Leben auf dem Boot ihnen so gefällt, bevor es auf eine große Tour geht, was ja durchaus sinnvoll ist. Er selber hat keinen Segelschein und so heuert er einen Captain an, nämlich Julian Harvey. Arthur kennt Julian von früher, er ist also kein Fremder. Julian ist ein Kriegsveteran, er war Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg, er hat im Koreakrieg gedient, er hat 12 Auszeichnungen bekommen. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, er ist ein erfahrener Segler. Arthur bietet ihm an, seine Frau Mary Dean als Köchin mitzunehmen. Das ist irgendwie ein zusätzlicher Bonus für den Captain und der nimmt den allzu gerne an. Und so läuft am 8. November 1961 die Bluebell aus dem Hafen in Fort Lauderdale aus, an Bord die gesamte fünfköpfige Familie Dupereau, Captain Harvey und seine Frau Mary Dean. Sie verbringen mehrere Tage damit, die karibischen Inseln zu erkunden. Sie schwimmen in türkisblauem Wasser, die Kinder gehen schnorcheln in den seichten Gewässern der Inseln, die sie ansteuern. Alles in allem genießen sie einen herrlichen Traumurlaub in der Karibik. Am 12. November ist die Rückkehr nach Florida geplant. Der Abend ist schon angebrochen. Die Familie genießt an Deck die letzten sonnigen Stunden der Fahrt. Die Kinder dösen an Deck. Terry Jo allerdings, die ist müde, sie macht sich auf den Weg hinunter in die Kajüte, wo sie sich einen kleinen Raum mit ihrer Schwester Renee teilt. Alle anderen bleiben noch oben an Deck, also Terry Jo ist unten alleine. Sie legt sich ins Bett, um ein kleines Schläfchen zu machen, aber wenig später wird sie durch die Schreie ihres Bruders geweckt. Brian ist 14 Jahre alt und Terry Jo sagt: Es war diese Art von Schrei, die mich aufschrecken ließ. Ich wusste, dass etwas Schreckliches passiert ist, erzählt Terry später, als sie aus dem Koma aufwacht. Sie hört also, wie ihr Bruder um Hilfe ruft. Der ruft: Hilfe, Daddy, Hilfe. Sie hört Schritte von laufenden Menschen an Deck und dann ist es still. Sie ist allein in ihrem Zimmer. Es dauert ein bisschen, bis sie den Mut findet, nach oben auf das Hauptdeck zu gehen. Allerdings erwartet sie draußen ein großer Schock. Die Situation ist viel schlimmer, als sie erwartet hat. Sie geht durch die Küche und findet nicht nur ihren Bruder, sondern auch ihre Mutter dort auf dem Boden vor. Überall ist Blut und sie sind anscheinend erstochen worden. Ich glaube, ich habe einen Schock bekommen, weil ich sie nicht angefasst habe. Ich glaube, ich wusste, dass sie tot waren, sagt sie. Sie versucht jetzt möglichst nicht genauer hinzusehen. Sie läuft weiter in Richtung Hauptdeck in der Hoffnung, dass sie dort ihren Vater findet. Doch da trifft sie, also da geht so eine Leiter nach oben und auf dieser Leiter, als sie die hochsteigt, da trifft sie auf Julian Harvey, der plötzlich mit völlig irrem Blick vor ihr auftaucht und sie anstarrt. Sie fragt ihn natürlich, was ist passiert, aber anstatt dass er ihr antwortet, stößt er sie oder schubst er sie die Leiter wieder hinunter. Er schreit sie an, sie soll zurück in ihr Zimmer gehen. Und noch zählt Terry nicht 2 und 2 zusammen. Ihr ist klar, dass etwas Furchtbares passiert ist, aber sie denkt erstmal, Julian, der will verhindern, dass sie sieht, was passiert ist. Also sie denkt, er geht so rau mit ihr um sie zu beschützen. Also verhindern, dass sie sieht, was passiert ist, das stimmt wahrscheinlich, aber nicht aus den Gründen, die sie erstmal denkt. Es ist wohl nicht seine Motivation, das Kind zu beschützen, eher will er sich wohl selber schützen. Terry Jo jedenfalls ist entsetzt über das, was sie gerade gesehen hat. Sie, wie gelähmt, geht sie zurück in ihre Kabine, sie setzt sich auf ihr Bett, sie wartet darauf, dass irgendjemand kommt, dass jemand ja die Verantwortung und die Kontrolle übernimmt, dass ihr jemand sagt, was passiert ist, was sie tun soll. Allerdings, es kommt niemand. Es ist still auf dem Boot. Und plötzlich merkt sie, dass Wasser in ihre Kabine läuft.
Ihr Entsetzen verwandelt sich in Panik, als ihr klar wird, dass das Boot am Sinken ist. Aber noch bevor sie reagieren kann, kommt Harvey jetzt in ihr Zimmer. Er hat ein Gewehr in der Hand. Sein Blick ist immer noch wild und wahnsinnig. Er sagt kein einziges Wort. Er starrt sie an. Dann dreht er sich um und geht weg. Später geht man davon aus, dass er Terry Joe nicht umbringt, weil er weiß, dass das Boot sinkt und dass sie somit ja so gut wie tot ist. Das kleine Mädchen aber, das ist in dem Moment wie erstarrt. Sie wartet weiter in ihrer Kajüte, die sich immer mehr mit Wasser füllt. Sie hat Angst davor, was sie finden könnte, wenn sie es wagt, wieder rauszugehen, wieder nach oben zu gehen. Aber am Ende hat sie keine andere Wahl. Als das Wasser ihre Koje erreicht und die Matratze zu schwimmen beginnt, da beschließt sie, okay, hier kann ich nicht länger bleiben. Sie wartet durch das Wasser, sie arbeitet sich bis nach oben vor auf das Deck. Dort sieht sie, wie Captain Julian Harvey das Beiboot zu Wasser lässt. Sie wagt es, ihn zu fragen, ob das Boot sinkt, aber sie bekommt wieder keine Antwort. Stattdessen springt der erwachsene Mann in das pechschwarze Wasser, er klettert in das Rettungsboot und verschwindet in der stockdunklen Nacht. Die erst 11-jährige Terry Joe Tuporo lässt er eiskalt zurück. Terry Joe ist nun alleine, die Bluebell ist schon fast vollständig gesunken, die Situation scheint ziemlich aussichtslos. Da erinnert sich die Kleine daran, dass an Deck ein Rettungsfloß befestigt ist. Und so klettert sie über die Segel zum oberen Ende des Decks, wo sie weiß, dass dieses Floß ist. Ich wusste, dass das Boot sinken würde und dass es heißt, tu es oder stirb, erinnert sie sich nachher. Sie bindet das Floß los, sie wirft es über die Seite und steigt ein. Die Bluebell ist nun schon komplett unter Wasser. Es ist eine Frage von Sekunden, bis sie zum Meeresgrund sinken wird. Aber das Floß ist immer noch auf der einen Seite mit einem Seil an die sinkende Yacht gebunden. Und die droht natürlich, das kleine Floß mit unter Wasser zu ziehen, wenn Terry Joe es nicht rechtzeitig losgebunden kriegt. Es ist mittlerweile stockdunkel. Terry tut ihr Bestes, um die Knoten mit ihren Fingern zu ertasten. Sie findet den Knoten, zerrt mit den Fingernägeln an der nassen Schnur. Und gerade als das Seil beginnt, ihr Floß unter Wasser zu ziehen, da gelingt es ihr, es von der Bluebell zu befreien. Ich kauerte auf diesem Floß, es war sehr dunkel und ich war regungslos und still, ich blieb so. Schließlich dämmerte es mir, dass Captain Harvey etwas Böses an sich hatte und ich hatte große Angst, dass er mich finden würde, erzählt Terry Joe. Und so ruft sie nicht um Hilfe, sondern sie wartet mucksmäuschenstill auf ihrem kleinen Floß. Die Nacht ist tiefschwarz und totenstill und Terry Joe wartet, bis der Morgen dämmert. Als die Sonne dann endlich aufgeht, stellt sie erleichtert fest, dass sie ganz alleine ist. Harvey ist nirgendwo in Sicht. Aber alles, was sie jetzt sehen kann, ist Wasser. Und zwar egal, in welche Richtung sie schaut, nirgendwo ist Land in Sicht. Es ist der 13. November. Terry Jo Duperreault sitzt auf ihrem Rettungsring, ihre Beine baumeln im Wasser. Ich saß in diesem Floß, der Boden bestand aus verflochtenem Seil und die einzige Position, in der ich sein konnte, war sitzend. Papageienfische fingen an, durch dieses Seilgeflecht nach mir zu picken, erzählt Terry Joe. Ihre Füße bluten, aber es gibt nichts, was sie dagegen tun kann. Und während Stunde um Stunde vergeht, wird auch die Sonne schnell zu einer Bedrohung. Terry Joe hat weder Wasser, sie hat kein Essen. Die Sonne verbrennt ihre Haut stundenlang an diesem Tag. Sie beginnt zu glauben, ja, dass sie nicht mehr lange durchhalten wird. Sie konzentriert sich auf die Suche nach einem Schiff auf dem Wasser oder nach einem Flugzeug am Himmel, aber sie sieht nichts. Auch als die Nacht dann wieder hereinbricht, muss das kleine Mädchen sitzen bleiben. Und obwohl sie versucht, wach zu bleiben, ist sie erschöpft und ihre Gedanken driften langsam davon. Ich habe geträumt, dass ich die blauen Lichter eines Flughafens sehen konnte, die Landebahn, und ich sah, dass meine Eltern auf mich warteten, dort am Ende von dieser Landebahn. Ich wollte zu ihnen und so sprang ich auf den Floß. Und letzteres, das träumt sie nicht nur, sondern das tut sie wirklich. Sie springt aus dem Floß hinein ins Wasser. Dadurch wird sie glücklicherweise wach und zum Glück hat sie das Floß nicht losgelassen und es gelingt ihr, wieder reinzuklettern.
Sie merkt jetzt aber, wie gefährlich es tatsächlich ist zu schlafen. Sie weiß, wenn sie das Floß verliert, dann ist sie so gut wie tot. Der zweite Tag auf See. Als am nächsten Tag, am 14. November, die Morgendämmerung einsetzt, sieht sie ein kleines rotes Flugzeug über sich kreisen. Ihr kleines Herz schlägt höher in der Hoffnung, dass ihr Martyrium nun vorbei ist, dass sie nun gefunden und gerettet wird. Aber es gibt ein Problem. Dieses kleine Rettungsfloß, auf dem sie sitzt, das ist weiß, genauso wie die Schaumkronen der Wellen rund um sie herum. Es ist klein, dieses Floß, und es ist für den Piloten des Flugzeuges fast unmöglich, dieses Floß zu erkennen. Und so muss Terry Joe zu ihrem Entsetzen feststellen, dass dieses Flugzeug wieder wegfliegt, ohne sie bemerkt zu haben. Da war ein rotes Suchflugzeug, das so nah an mich herankam, ich konnte fast hochgreifen und es festhalten. Ich zog meine Bluse aus und fuchtelte damit herum und ich schrie und ich dachte, ich bin hier, ich bin hier. Seht ihr mich nicht? Als sie später dann ein Schiff am Horizont sieht, beginnt sie mit Händen und Füßen zu paddeln in Richtung von diesem Schiff, aber ihr wird schnell klar, dass sie es niemals rechtzeitig erreichen kann. Ihre Hoffnung schwindet mit jedem Schiff, das sie sieht, wenn es davonfährt, ohne sie zu bemerken. Am vierten Tag auf See. Terry Joe sitzt jetzt auf ihrem Floß seit 4 Tagen und Nächten. Sie hofft nicht mehr, wenn sie ein Boot oder ein Flugzeug sieht. Sie sitzt einfach nur da, sie lässt ihre Gedanken schweifen. Ihre Lippen sind geschwollen und trocken, ihr Körper schmerzt an allen Stellen, ihre Haut fühlt sich an, als hätte sie Feuer gefangen. Sie starrt vor sich hin, ohne auf die Schiffe zu achten, die wie alle anderen zuvor gekommen und gegangen sind. Immer wieder verliert sie jetzt das Bewusstsein. Zu dieser Zeit fährt ein griechischer Frachter durch den Providence Channel auf den Bahamas und einer der Männer an Deck schaut über das Meer hinaus, das mit weißen Schaumkronen bedeckt ist. Und da bemerkt er in der Ferne so eine Schaumkrone, die irgendwie nicht zu verschwinden scheint. Die bleibt immer am gleichen Fleck. Das kommt ihm komisch vor. Er greift zum Fernglas und erkennt, dass da draußen tatsächlich etwas ist. Erst denkt er, ja, da ist ja ein Fischer draußen, aber dann denkt er, dieses Boot, das ist viel zu klein für ein Fischerboot. Also kein Fischer würde mit so einem kleinen Boot so weit raus aufs Meer fahren. Also es ist schnell klar, das ist kein Fischerboot. Terry Joe liegt zu diesem Zeitpunkt schon fast im Koma. Sie ist vollkommen dehydriert, ihr Herz schlägt nur noch unregelmäßig, ihre Nieren funktionieren nicht mehr. Sie ist dem Tode nahe. Die Besatzung des Frachters warnt das Mädchen davor, jetzt noch ins Wasser zu springen. Also die fahren dahin mit einem kleinen Boot. Sie sprechen sie an, sie ist auch ansprechbar. Und sie sagen ihr aber, spring jetzt bloß nicht ins Wasser, weil um dieses Floß, da kreisen mittlerweile schon die Haie. Tariff Joe ist dafür aber eh zu schwach, sie kann nicht mehr irgendwie springen oder irgendwie dazu beitragen. Sie muss mit dem Rettungsboot des Frachters geborgen werden, also die müssen sie aus diesem kleinen Gummiboot da rausziehen und aufs Schiff bringen. Ihr Zustand ist ernst, aber das kleine Mädchen schafft es nochmal, dem Tod quasi von der Schippe zu springen. Es ist der 20. November, als sie sich so weit erholt, dass sie ihre Geschichte erzählen kann. Also es ist ungefähr eine Woche vergangen. Captain Julian Harvey hat sich zu diesem Zeitpunkt längst das Leben genommen und bleibt somit eine Erklärung schuldig. Terry Joe bestätigt, dass alles, was Captain Harvey gesagt hat, eine Lüge war. Ganz offensichtlich wurde die Bluebell absichtlich von Harvey versenkt. Man geht davon aus, dass ihre Familie Arthur Jean und Brian und Mary Dean Harvey, Julian Harveys Frau, von diesen getötet wurden. In welcher Reihenfolge und wie genau, lässt sich natürlich nicht mehr feststellen. Die Leichen sind allesamt mit der Bluebell im Meer versunken. Unklar ist ein bisschen, was mit der kleinen Schwester Renee passiert ist. Als Julian Harvey gerettet wurde, da hatte er nämlich die Leiche des Kindes dabei. Das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist, dass sie eine rote Rettungsweste trug. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass das kleine Mädchen ertrunken ist und Harvey hat auch ausgesagt, dass er sie im Wasser treibend gefunden hat, dass er sie
gerettet hat, also dass er sie in sein Boot geholt hat, aber seine Wiederbelebungsversuche gescheitert sind. Aber warum er die kleine Renée mitgenommen hat, hat er sie ertränkt oder was ist da passiert? Ja, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Auch das Motiv von Julian Harvey kann natürlich nicht mehr eindeutig festgestellt werden. Er hat seine Gedanken ja mit ins Grab genommen. Tatsache ist allerdings, dass er der alleinige Begünstigte der Lebensversicherung von seiner Frau Mary Dean war und auch, dass er dringend Geld gebraucht hat, um seine Schulden zu bezahlen. Und als sich die Ermittler dann auch genauer mit seiner Vergangenheit befassen, da drängt sich auch dringend der Verdacht auf, dass er sowas nicht zum ersten Mal getan hat. Er hat wohl eine Vorgeschichte mit Versicherungsbetrug, versenkte und verbrannte Boote, abgestürzte Flugzeuge. Und dann ist da noch der Tod seiner Ex-Frau und deren Mutter, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Ein Autounfall, bei dem er das Auto gefahren hat und wo auch er als einziger überlebt hat. Obwohl die Einzelheiten der Tode der Familie Duperreault unbekannt bleiben, zeigen die Ermittlungen, dass Harvey wahrscheinlich entweder von Arthur oder Jean, also den Eltern, dabei erwischt worden ist, als er gerade seine Frau Mary Dean ermordet hat oder ermorden wollte. Es wird vermutet, dass er versucht hat, sie zu ertränken. Und da hat er wohl beschlossen, alle an Bord zu töten, um seine Tat zu vertuschen. Ich würde da jetzt nicht hundertprozentig zustimmen. Also ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass er das von Anfang an geplant hat, alle auf dem Boot zu ermorden. Wie sonst hätte er den Tod seiner Frau bzw. ihr Verschwinden erklären wollen? Andererseits, warum hat er Terry nicht auch ermordet? Spricht das vielleicht auch mehr für die Theorie, dass er nur seine Frau töten wollte und nicht die ganze Urlauberfamilie? Sonst hätte er die Kleine jetzt nicht am Leben gelassen. Also anscheinend hatte er Skrupel? Vielleicht auch nicht. Wie auch immer, so oder so, was er nicht bedacht hat, ist, dass die kleine Terry Chu alleine mitten auf dem weiten Ozean überleben könnte und somit seinen hinterhältigen Plan vereiteln könnte. Und dann hat er sich halt lieber feige das Leben genommen, anstatt die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Terry Chu jedenfalls hat die ganze Sache einigermaßen gut überstanden. Hier seht ihr ein Foto aus dem Krankenhaus. Findet ihr diese Puppe auch so gruselig? Also normalerweise habe ich nichts gegen Puppen, aber die hier finde ich echt unheimlich. Vielleicht auch, weil sie so groß ist. Ja, egal. In der Befragung durch die Polizei und die Küstenwache wirkt Terry Jo sehr gelassen. Mehrmals wird sie gefragt, ob sie müde ist, ob sie eine Pause machen möchte, aber sie sagt immer nein. Sie beantwortet alle Fragen sehr offen, unverblümt und ehrlich. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut, aber natürlich hat sie traumatische Dinge überlebt. Zum einen natürlich, dass ihre gesamte Familie umgebracht worden ist. Zum anderen natürlich 4 Tage allein auf hoher See mit wenig Hoffnung auf Rettung. Das muss man auch erst einmal verkraften. Ich glaube, die meisten erwachsenen Menschen und Kinder natürlich auch hätten da ein lebenslanges Trauma davongetragen. Terry Joe kommt bei ihrer Tante und ihrem Onkel unter, die sie bei sich aufnehmen und sie von nun an wie eine eigene Tochter großziehen. Ich liebe meine Tante und meinen Onkel von ganzem Herzen. Bis zum heutigen Tag sind sie meine Eltern, sagt Terry Joe später in einem Interview. Aber natürlich hat sie auch ihre Schwierigkeiten. Lange Zeit kann und will sie ihre Eltern nicht loslassen. Es ist schwierig, so aufzuwachsen. Auch in der Schule, den Lehrern wurde gesagt, sie sollen sie auf keinen Fall darauf ansprechen. Also denen wurde quasi verboten, da auf sie einzugehen. Man dachte damals wohl, dass es das Beste ist, aber naja, ich glaube, war es nicht. Aber gut. Terry Joe jedenfalls glaubt nicht, dass vor allem ihr Vater tot ist, weil seine Leiche hat sie nämlich nicht gesehen. Und sie fährt oft an den Strand und sucht nach ihrem Vater. Damit hört sie auch erst auf, als sie Mitte 30 ist. Also da beginnt sie dann erst zu akzeptieren, dass er wirklich tot ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie da wirklich hinfährt und hofft, ihn zu finden. Zum einen fährt sie da zum Beispiel an Strand in North Carolina oder an andere Strände, aber halt nicht in die Gegend, nicht dort in der Karibik, wo er verschwunden ist. Also es wäre sehr seltsam, wenn er dort auftauchen würde. Ich glaube, wenn mir sowas passieren würde, wenn ich tagelang auf dem Meer treiben würde, ich glaube, ich würde mich den Rest meines Lebens vom Meer fernhalten wollen. Ich hätte Angst vor Wasser.
stelle ich mir vor, ich weiß es ja nicht. Terry Jo allerdings, die fühlt sich ihr ganzes Erwachsenenleben lang vom Wasser angezogen. Sie setzt sich für die Regulierung und die Zoneneinteilung ein, selbst nach diesem Trauma oder vielleicht auch gerade durch dieses Trauma, fühlt sie immer noch eine starke Bindung zwischen ihr und dem Meer. Sie sagt, sie will den Ozean schützen, weil der Ozean sie als Kind gerettet hat. Außerdem sagt sie, fühlt sie sich auf diese Weise mit ihrer Familie verbunden. Aus der kleinen Terry Jo ist eine unglaublich starke Frau geworden, die sich nicht vom Bösen auf der Welt beherrschen lässt. Sie sagt, ich bin so glücklich, dass ich meine Familie hatte. Ich hoffe, dass ich weiterhin gesund und glücklich sein kann und dass ich die wunderbare Liebe haben kann, die ich mit meiner Familie und meinen Freunden teile. Terry Jo Duperrow ist der lebende Beweis dafür, dass es auch nach einer Tragödie ein lebenswertes Leben gibt. Sie heiratet viermal und bringt drei Kinder zur Welt. Und sie lebt jetzt wirklich ein gutes und zufriedenes Leben. Und damit sind wir am Ende dieser Geschichte angelangt. Ich fand sie wahnsinnig interessant, die Vorstellung, wie sie da auf dem Meer treibt, ohne Hoffnung am Ende, finde ich sowas von fürchterlich und so bewundernswert, wie sie das trotzdem gemeistert hat. Allein schon, dass sie auf den Gedanken kam, dass es da dieses Rettungsfloß gibt und dass das ihre Rettung ist, finde ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichte genauso interessant wie ich. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Habe ich somit erledigt. Check. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da, lasst mir einen Like da, da freue ich mich. Und vor allem, ihr wisst es schon, lasst mir einen Kommentar da. Ich möchte wissen, was ihr darüber denkt und was ihr dazu zu sagen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt True Crime Time. Bis dann. Ciao.